Und 1971 war das ein echter Witz. Hätte sich 1971 hier ins Kolosseum stellen können und sagen können, Leute, schaut die Zukunft der Arbeit aus, dann wäre man das nicht so gerne Schwätzer gewesen. Und wenn man eben argumentiert mit der Knappheit, hätte man durchaus was sagen können, hier sehen Sie, wie das Wissen explodierte. Von Napoleons Zeiten 1800 bis hier 1900, innerhalb von 100 Jahren hat es einfach verdoppelt. Innerhalb von 50 Jahren, innerhalb von 10. Im Moment geht man davon aus, dass das Wissen der Menschheit sich alle 2,5 Jahre verdoppelt. Und bei dieser Wissensflut sind wir im Unternehmen mit Karteikästen, Zettelkästen immer hinterhergekommen. Also gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen, weiterzuentwickeln, anzunehmen. Und deswegen ist die große Frage, was ist denn die große Knappheit? Jetzt warten die Leute auf die neue Technology. Die Leute warten auf Gentechnik, auf Nanotechnik, auf optische Technologien. Die Leute haben kapiert, da gab es noch früher so eine Dampfmaschinentechnologie und es ist vorbei, dann kam der Computer und ist jetzt auch vorbei. Und jetzt wollen die Leute wieder was hören, was nach Technik klingt. Da können sie Technik A durch Technik B ersetzen, können so weitermachen wie bisher, brauchen sie nicht mehr zu ändern. Und das wird diesmal nicht funktionieren, weil der größte Teil der Arbeit, nachdem die Maschinen uns die ganze materielle Arbeit abgenommen haben, der größte Teil der Arbeit ist Gedankenarbeit. Planen, organisieren, beraten, Probleme lösen. In dieser gigantischen Wissensflut das Wissen rauszusuchen, was ich brauche, beim Problem zu lösen. Verstehen, was der Kunde eigentlich meint. Das ist ja immer das größte Problem, ne? Gerade in der Softwarebranche. Da geht dann so ein Programmierer zu dem Mittelständler rein und hat keine Ahnung von den Informationsprozessen in der Firma. Und der Mittelständler, der kann sich nicht richtig ausdrücken, alle Nasen fällt was Neues ein, wir reden aneinander vorbei und dann entsteht am Ende so eine Schrankwehr. Eine Schrankwehr, das ist eine Software, die immer nur im Schrank um den gewissen Einsatz kommt. Ist kein Problem der technischen Programmierbarkeit, sondern ein Problem der Kommunikation. Oder dass man komplexen Sachverhalt durchdenkt, analysiert und niederschreibt. Und wissen Sie, einer muss sich immer plagen. Entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Und wenn sich nicht die plagen, die es schreiben, dann werden sie, wenn sie die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist Arbeit in der gedachten Welt. Also meine Botschaft ist, der größte Teil der Arbeit findet in Zukunft in der gedachten Welt statt. Und das ist jetzt keine Geschichte von so ein paar IT-Spezialisten und Managern, sondern alle Berufe, auf allen Qualifikationsstufen, haben immer mehr Zeitanteile in ihrer Arbeit, wo die mit Wissen umgehen müssen. Mit unscharf, unstrukturiertem Wissen. Selbst der Fliesenleger, bei dem ich weiß, der hat in einer Stunde so zu viel Quadratmeter Fliesen gelegt, der muss ein schwieriges Ehepaar beraten können und über Design und Farbe und Materialien entscheiden müssen. Und auch die Bauern, die sind dann immer die Typen so in Gummistiefel und Mistgabel. Haben Sie mal die neuesten Traktoren gesehen? Das sind Raumschiffe inzwischen. Die haben solche Bildschirme im Cockpit. Und der Trecker, der hat so einen Bordcomputer, der hat die Felder in kleine Quadrate eingeteilt und dann ist der Trecker, der Traktor immer verbunden mit dem Satelliten über GPS, da weiß der Traktor immer, wo er gerade ist und wo er jetzt an welchem Quadrat er den düngen muss. Also die Fähigkeit, mit Wissen umzugehen, durchzieht alle Berufe, mehr oder weniger. Und jetzt ist es so, dass der Wohlstand ja von der Produktivität abhängt. Früher hat der Schlanzmaschinen schneller gemacht. Dann habe ich in einer Stunde so zu die Teile gestanzt. Aber wenn jetzt der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit ist, wissen wir eigentlich, wovon produktiver Umgang mit Wissen abhängt. Wie können wir produktiven Umgang mit Wissen steigern? Und bei welchen Themen werden wir landen, bei welchen Führungsthemen wir werden landen beim Sozialverhalten? Weil das Sozialverhalten, die Fähigkeit, Wissen zusammenzutun, das bestimmt den Wohlstand. Gerade mittelmäßige Leute, die gut genug zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitszeit zusammenzuführen. Also Wohlstand in Zukunft ist eine systemische Leistung. Weil Sie können nicht sagen, jetzt habe ich 2 Stunden an den Kunden.